willkommen zu unserer 13. Woche auf Weltreise. Ein allerletztes Mal aus Südkorea, heute aus Busan. Unsere Zeit in Südkorea neigt sich nun auch schon wieder dem Ende zu. In Gyeongju haben wir das schöne Wetter genutzt und waren noch ein wenig wandern. Erst ging es am Berg und dann an einem Stausee entlang. Hat dann aber auch irgendwann gereicht. Wir waren nämlich echt durch und sehr froh, als uns der Bus für den Rückweg eingesammelt hat. Ja, und dann stand auch schon der letzte Ortswechsel innerhalb des Landes an. Und zwar führte uns der Weg zum Abschluss nach Busan, eine Stadt ganz im Süden Südkoreas. Wir hatten echt Glück, denn unsere Unterkunft lag in zweiter Reihe vom Strand Gwanggalli. Und wir hatten noch dazu eine echt stylische Wohnung. Für zu Hause würde ich mir die Schlafsituation zwar so auf Dauer nicht vorstellen, ist nämlich für große Menschen gar nicht so einfach, da oben immer rumzukraxeln, aber für ein paar Tage war es schon echt cool. Abends habe ich erstmal gelesen und mein Mann musste dann noch Eis besorgen, weil ich ja echt furchtbar großen Appetit auf was Süßes hatte. Am nächsten Tag habe ich meinem Mann nicht verraten, wohin ich ihn entführen wollte. Solche Tage bauen wir immer mal wieder ein, wo quasi einer von uns planen muss und die andere Person sich überraschen lässt. Leider war die Brücke, die ich eigentlich angepeilt hatte, wegen des starken Windes nicht geöffnet. Aber wir haben dann spontan umgeplant und ja, sind eine Runde mit der Gondel gefahren. Eigentlich sind diese Seilbahngondeln für 8 Leute ausgelegt, aber wir sind hier einfach komplett alleine, weil es keinen anderen gab. Es ist so geil, wir haben einfach so eine 8-Personen-Gondel. Ganz für uns alleine. Das ist so geil. Und der Ausblick ist echt fantastisch. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter, bis auf dass es ein bisschen windig ist, weshalb wir das mit der Brücke nicht machen konnten. Aber naja, wir haben eine Gondel für uns alleine. Und den Wind hat man darin auch kaum gespürt. Also das ist etwas, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal nach Busan kommt. Unten angekommen standen wir dann in einem kleinen Park, wo plötzlich 3 große Dinosaurier waren. Und die haben sich sogar etwas bewegt und Geräusche von sich gegeben. Ich war sehr begeistert, denn ich habe mal total gerne Jurassic Park geguckt, müsst ihr wissen. Müsste ich eigentlich auch mal wieder rewatchen. Am Fuß der Gondel gibt es dann noch einen Skywalk, also auch so eine Art lange Brücke übers Wasser, von der man wirklich eine fantastische Aussicht auf die Skyline der Stadt hat. Da sind wir natürlich auch noch drüber gelaufen. Es war einfach so wundervoll. Und dann waren wir an dem Tag eh schon unterwegs und haben uns anschließend wieder in den Bus gesetzt. Der fuhr uns dann nach Gamcheon Village. Das ist ein kleines Dorf, was sich als künstlerischer Ort zur Attraktion entwickelt hat. Hier haben wir uns die Karte für eine Stempel-Challenge gekauft. Bedeutet, wir sind nicht einfach nur irgendwie da durch das Dorf gelaufen, sondern haben auch immer wieder in den schmalen, verwinkelten Gässchen nach dem nächsten Stempel gesucht. Dadurch kamen wir auch an einige Orte, die man sonst vielleicht eher nicht so gesehen hätte. Und offenbar hat dieser Ort eine wirklich große Vorliebe für den kleinen Prinzen. Wir waren am Ende zwar auch total knülle, aber die Stempel haben wir alle eingesammelt und es hat auch echt Spaß gemacht. Also etwas, was ich euch auch sehr empfehlen kann. Das Essen war für mich leider wieder ein Reinfall, also essenstechnisch sind Südkorea und ich leider nicht warm geworden. Dafür hat mich aber der Ausblick vom Gwanggalli Beach auf die Brücke mit der hübschen Lichtershow entschädigt. Das war fast ein bisschen wie das Lichterfestival in Deutschland, also in Berlin. Am nächsten Tag haben wir wieder etwas ruhiger gemacht, Wäsche gewaschen, wir waren ein wenig spazieren und abends Salat essen. Der hat auch geschmeckt. Ja, und dann
Tschüss Südkorea, wir wechseln das Land. Ein allerletztes Mal ein Länderwechsel innerhalb Asiens. Auch irgendwie krass, wie weit wir schon rumgekommen sind. Als Tipp möchte ich noch sagen, wenn ihr nach Südkorea kommt, dann bleibt bitte nicht nur in Seoul. Ich persönlich fand Busan wirklich schöner als Seoul und würde die Stadt der Hauptstadt deutlich vorziehen. Ja und nun? Mit dem Flugzeug ging es rüber nach Japan. Eigentlich wollten wir die Fähre nehmen, aber als ich bereits vor 6 Wochen versucht hatte zu buchen, war die bereits ausgebucht. Super schade, aber naja, so ging es auch. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang über den Wolken erlebt und sind dann gut in Fukuoka angekommen. Mit der Metro ging es in die Unterkunft, das war zum Glück nicht so weit. Wir hatten nur einen ganzen Tag in Fukuoka, da wir die Stadt nur als Übergang geplant hatten. Daher haben wir den nächsten Tag dann genutzt, um uns ein wenig umzuschauen. Wir waren im Uhuri Park, ein wunderschöner, ruhiger Park. Eine kleine Oase inmitten der Stadt, wo wir durchgeatmet und vor allem ganz, ganz viele Schildkröten beobachtet haben. Erst beim Schwimmen, dann beim Sonnen. Ich gebe es ja zu, ich konnte mich echt kaum losreißen, weil das einfach so süß war. Gingen die ersten Stunden in Japan wie im Flug und dann haben wir auch schon wieder einen Bus in die nächste Stadt genommen. Und zwar ging es für uns dann nach Hiroshima. Das stand weit oben auf meiner Japan-Wunschliste, weil es mich vor allem aufgrund seiner Geschichte interessiert. Wir kamen erst an, als es schon dunkel war, aber hier haben wir jetzt ein paar Tage, um uns umzuschauen. Was wir hier erleben, das erzähle ich euch aber erst im nächsten Video, denn die Woche ist auch schon wieder um. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich wirklich, dass ihr unser kleines Abenteuer so fleißig verfolgt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal in Japan wart oder ob euch das vielleicht noch interessiert in der Zukunft. Und dann freue ich mich, wenn ihr dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Video.